Ja, ich finde, das Fahren mit meinem Rekord oder mit dem Rekord hat so ein ganz besonderes Feeling. Es fängt schon damit an mit der Lenkradschaltung, wenn man den Knopf drückt und den Rückwärtsgang einlegt. Und dann beim Rückwärtsfahren, eigentlich das ist das schönste Geräusch an dem Auto beim Rückwärtsfahren, das gerade verzahnte Getriebe, dass das so summt. Da wird halt Kindheitserinnerungen wach, weil mein Vater und der besagte Freund von vorhin, die haben alle nur Rekord gefahren und hat halt immer das Geräusch so drin. Dann geht es halt damit weiter, dass man irgendwie, man fährt damit, hat aber keine Gurte, weil er halt so alt ist, dass er keine hat und auch keine braucht. Das heißt, du bist auch irgendwie immer bei der Sache so. Also du fährst ein neues Auto, das fährst so und spielst vielleicht noch am Handy und spielst am Radio. Und hier fährst, du weißt, so ähnlich wie beim Motorradfahren, du musst jetzt aufpassen. Fährt vorne einer spitz an eine Kreuzung hin, musst schon so halb bremsbereit sein, weil ohne Gurte, ohne gar nichts, du weißt halt, es geht böse aus, wenn du irgendwo reinfährst. Deswegen bist du halt immer beim Fahren. Du konzentrierst dich aufs Fahren, aufs Schalter, hörst den Motor wieder. Du kannst auch nicht Vollgas geben, weil dann kriegt er zu viel Sprit und säuft kurz ab, sondern du musst so beschleunigen, dass der halt wegzieht. Und das ist halt einfach ja, ein tolles Erlebnis. Das kannst du nicht vergleichen mit einem neuen Auto. Vielleicht war so ein Schlüsselerlebnis mein Onkel oder der beste Kumpel von meinem Vater damals. Der hat mir mal, als ich ein ganz kleines Kind war, ja, muss man dazu sagen, ich habe früher als Kind immer die Schallplatte von ZZ Top anguckt. Da gab es ja diesen fliegenden 32er Ford. Und das müsste er irgendwie gesehen haben, halt, dass ich das toll finde. Und das war aber halt in der 90er. Man muss das gewesen sein, so 293. Da gab es kein Internet und gar nichts. Und dann hat er eines Tages mir mal so ein 330er Ford, so ein 1:64 Modellauto mitgebracht. Aber halt original, also mit so Kutscherrädern drauf, wie die halt waren. Und dann hat er gemeint, ob er mir den umbauen soll, dass der aussieht wie der auf dem Cover von ZZ Top. Dann habe ich ihn aber ein, zwei Wochen nicht gesehen und dachte, ja, vielleicht kommt er nicht mehr und habe eigentlich jeden Tag darauf gewartet. Und auf einmal kam er halt an, hatte das kleine Modellauto umgebaut, umlackiert, Topshop gemacht, größere Räder drauf und einen V8-Motor vorne rein und halt, dann sah das aus wie das Ding von ZZ Top und ich dachte dann so, wie kann das sein, dass der das Modellauto so baut, dass das aussieht auf dem Plattencover und das hat irgendwie so ein Ding ausgelöst, dass ich halt von da an alles umbaut habe. Ich habe Kinder, die mit Lego gespielt haben, die haben das irgendwie laut dem Plan aufgebaut und ich habe immer nur die Teile genommen und habe irgendwas anderes draus gebaut, zum Beispiel die wenn man bei Lego-Autos die Achse nicht unten drunter macht, sondern zwischenrein ist das Auto schon tiefer gelegt. Und so fing das dann halt an. Dann kam vielleicht noch dazu, dass wir halt hier auf dem Land wohnen. Und du kannst halt nichts. Es gab die Werkstatt von meinem Vater, die Hobbywerkstatt. Und Fußball habe ich überhaupt nicht leiden können. Dann blieb nur das. Und da konnte ich mich dann halt austoben. This world is not my home. I'm just a passing through. Also ich glaube, das Fahrzeug war schon, bevor ich ins Leben getreten bin, in mein Leben getreten, weil das Auto besitzt mein Vater schon länger, als es mich gibt. Mein Vater und mein Onkel, der beste Kumpel von meinem Vater damals, die waren halt Opel Rekord C und Commodore A verrückt. Und es gab nichts anderes, kein anderes Gesprächsthema zu Hause wie Rekord, Rekord, Rekord. Ich könnte, glaube ich, jetzt noch auswendig auf einem Blatt Papier einen Rekord C malen, ohne einmal das Stift abzusetzen, weil wir als Kinder nichts anderes gemacht haben, wie Rekord Cs zu malen, mit dem Hüftschwung und so. Ja, und er hat halt, mein Vater hat halt dann auch viele ausgeschlachtet, hat gesammelt, hatte eigentlich ein Hauptauto, hatte dann mehrere Rekords als Winterauto, ist irgendwann dann auf die Kombis, also Caravan heißen die, gestoßen, weil die halt auch eine geile Form haben und wollte halt sich einen Caravan aufbauen und hat dann irgendwie aber drei Autos gekauft. Er ist schon immer so der Typ, wieso soll man sich ein gutes kaufen, wenn man dreimal Schrott kaufen kann. Und ja, dann kam das halt so, dass er dann den ich jetzt habe, zerlegt habe und halt gemerkt habe, okay, der ist zu rostig. Und hat mich dann an einen anderen gestoßen und hat dann an dem weitergemacht. Und dann stand er im Prinzip, der stand halt für immer in der Scheune und so. Und irgendwann, wo ich dann so 15 war, hat mein Vater gemeint, du, wie sieht's aus? Ich habe drei von den Kombis, willst du? Ich hab dir das Schlechteste so die Art.
Und dann fing das halt an. Also bis dahin hatte ich nicht so die Mission im Leben, war schon in der Schule so ein bisschen abgerutscht und auch schon, ja, kann man sagen, eine leichte Drogenkarriere hinter mir. Aber das Auto hat mir dann halt voll den Sinn gegeben und das hat dann auch das Ganze gestartet mit dem, wo wir hier jetzt sitzen. Das ist im Prinzip alles nur auf das Auto begründet, weil das mir halt irgendwie einen Sinn gegeben hat. Ich konnte zu dem Zeitpunkt mit 15 natürlich, doch schweißen konnte ich, weil ich habe mit, ich glaube mit 8 Jahren angefangen, so gerade in der Werkstatt von meinem Vater, so aus Schrott zu Kunstwerke zu schweißen und die halt zu verkaufen. Und so habe ich halt schweißen schon, konnte ich schon. Ich habe dann davor schon Mofas und Mopeds getuned und kaputt repariert und habe Fahrräder geschweißt, so Chopper-Fahrräder. Das gab es ja damals nicht. Irgendwann kam das mal auf, dass man so Chopper-Fahrräder kaufen konnte. Und ich habe die damals halt schon selber geschweißt. Und dann kam halt irgendwann das Auto und das war dann so voll, dass es einfach mal einen Sinn hat. Und von da an war ich eigentlich halt jeden Tag nur noch in der Werkstatt, Tag und Nacht. Habe mir halt Schweiße beigebracht. Das war aber auch viel Learning by Doing und viel Wut und wieder rausschneiden und wieder was ins Eck schmeißen. Und aber so lange halt dranbleiben, bis es dann halt okay war. Ich habe dann zwischendrin, wo ich gemerkt habe, es wird nicht fertig, bis ich 18 bin, noch ein Opel Kadett D aufgebaut. Und habe dann den Rekord erst mit Anfang 19 war er dann fertig. Ja. Und dann war das halt mein Auto, wo alle anderen ein Polo hatte als Erstauto, war das halt der Rekord. Und keine Gurte drin, kein gar nichts. Wir sind dann damit, also die Zeit, wo man halt als Jugendlicher so hat, wo so wo man so am freisten ist, so auf Partys fahren und durch die Nacht fahren, bis es wieder hell wird. Und da saßen wir halt in dem Rekord zu sechst, weil der hatte auch keine Gurte, also auch keine beschriebene Platzzahl, wenn ich die Polizisten angehalten haben und du warst nicht mehr als 9 Personen, wo du einen Personenbeförderungsschein brauchst, war das gerade egal, weil wenn es keinen Sitzplatz gibt, eingetragen, sitzt halt jeder irgendwo. Und so haben wir halt die Jugend damit mit dem Auto verbracht. Das Auto wollte ich ursprünglich mit einem V8 bauen. Dann hatte ich mir mit 17 auf dem Schrottplatz von meinem ersten Azubi-Lohn tatsächlich einen Chevy Malibu V8 gekauft. Für 700 Euro. Hab den nach Hause und bin dann mit meinem Mopedle zum TÜV gefahren und hab dem TÜV-Prüfer gesagt, oh, ja, ich habe hier so einen alten Rekord, ich würde da gerne V8 reinmachen. Und der hat mich nur ausgelacht und mich vom Hof gekriegt. Weil das will der 17-jährige Bub da mit seinem Mofa jetzt da irgendeine V8 in irgendein Auto reinbauen, der kann das doch bestimmt eh nicht. Und das hat dann dazu geführt, dass ich es tatsächlich nicht gemacht habe, weil irgendwie hat mir halt der Background gefehlt. Den Chevy Malibu habe ich wieder verkauft und dann einfach nur den originalen 1900er Motor wieder reingemacht und wollte dann halt später irgendwann mal den Motorumbau machen, wenn ich erfahrener bin oder wenn mich einer ernst nimmt. Es gab zu der Zeit schon welche mit V8-Umbau, aber ja, irgendwie. Hab das dann an viele anderen Autos mich noch ausgelebt, aber der Rekord ist dann eigentlich nur tiefer gelegt worden. Irgendwann war der halt so richtig tiefes Dance-Auto. Ja, sah cool aus. Hat auch gereicht mit einem Auto, das so tief ist, dass eigentlich permanent streift. Da brauchte man auch nicht jetzt irgendwie ein dicker V8. Da haben die 90 PS auch ausgereicht. Also irgendwann habe ich ja hier ganz übermütig das Haus gekauft, beziehungsweise es ist ja kein Haus, es ist eine Industriehalle. Also hier stand keine Wand und gar nichts, sondern ist alles in Eigenleistung entstanden. Und blauäugig, wie ich war, mit einem viel zu kleinen Budget halt. Ich habe halt den Kredit genommen, den ich gekriegt habe. Es war auch der einzigste, weil viel gespart hatte ich nicht. Es ist ja alles immer nur in Autos geflossen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich alle meine Autos verkauft habe. Also man muss dazu sagen, der Rekord war der Auslöser für das Ding. Dann haben wir natürlich irgendwann, um den Opel zu schonen für den Sommer, haben wir halt, das hört sich vielleicht blöd an, aber wir haben BMWs gekauft, um die im Winter zu fahren. Weil die halt Heckantrieb hatte. Die Heckantrieb-Opel, die es so gab,
zu der Zeit, die waren nicht mehr erschwinglich, weil ein C-Kadett oder ein Rekord oder ein Manta, das konntest du dann damals auch schon nicht im Winter fahren oder es war halt total verrostet. Deshalb sind wir auf die billige E30 gegangen und haben die halt im Winter nacheinander verheizt. Und dann ist irgendwann der Gedanke entstanden, hey, die BMWs sind ja eigentlich voll cool. Also der Einzige, der noch bei Opel hängen geblieben ist, ist mein Cousin der Jakob. Gibt es, glaube ich, auch ein Video dazu. Der fährt heute nur noch Opel und alle anderen sind dann so ein bisschen auf BMW. Das hat dann auch mein kleiner Bruder inspiriert, der ist fast nur BMW-Fan. Und dann hat es auch bei mir das ausgelöst, dass ich erst ein E28 aufgebaut habe, ein E36, ein E30 Cabrio. Dann haben wir ja irgendwann diesen Hot Rod Käfer gebaut, das hat mich dann in die VW-Schiene gebracht. Dann haben wir einen Airride Käfer gebaut. Ich hatte sogar einen T1 gekauft mal. Das war aber auch zu blauäugig, weil der war komplett fertig. Den habe ich dann wieder verkauft. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte irgendwann 7 oder 8 aufgebaute Autos dastehen und mehrere Motorräder. Habe mir blauäugig das Haus gekauft. Habe gedacht, es wäre cool, ich hätte dann ein Fenster, dass ich da mein Auto sehen kann. Naja, jetzt habe ich halt kein Auto mehr. Musste irgendwann alles zu Geld machen, weil irgendwann kommst du halt in den Twist. Du wohnst in einer kleinen Mietwohnung noch und sollst dann in das Haus einziehen, und weil die Tilgung fängt an und du kannst nicht Miete und Ding gleichzeitig, und dann wurde es halt so richtig knapp. Und dann habe ich halt nach und nach alles zu Geld gemacht, außer meine Harley, die habe ich gekriegt, die behalte ich. Und mein Vater hat dann gesagt, du, das kannst du nicht bringen, der Rekord ist dein erstes Auto, das begleitet dich schon dein ganzes Leben, ich kaufe den dir ab. Für einen Betrag, der so ist, dass du über drunter kommen kannst, aber der so hoch ist, dass du, wenn du irgendwann jemals Geld hast, dann kaufst du ihn wieder zurück. Und das ist jetzt eigentlich mein Plan so für nächstes Jahr. Man muss vielleicht noch dazu sagen, der Rekord am Ende, wo ich von allen Autos, die ich hatte, hat der Rekord mich nur ankotzt. Weil den habe ich mit 15 bis 19 aufgebaut. Das heißt, gucke ich vorne den Kotflügel an, wird es mir schlecht. Das erste Mal Lackarbeiter gemacht, überall Flimmer drin. Der Motorraum habe ich mit Spritzspachtel rausgespritzt. Warum muss man Motorrad mit Spritzspachtel? Natürlich war die Karre dann so tief, dass an jedem Eck dann jetzt die dicke Lackschicht runterbricht. Dann in der Seitewand ein Spachtelriss, die erste Schweißversuche, da kommt jetzt schon der Rost wieder raus, und am Dach ist viel zu wenig Grundierung halt drauf. Ich habe damals nicht gewusst, habe an Stelle durchgeschliffen, habe halt das dann lackiert, und das hat mich am Ende nur noch ankotzt eigentlich, dass ich gesagt habe, ich würde das Auto nie mehr fahren so, sondern ich würde es, wenn ich es habe, nochmal neu aufbauen. Und dadurch, dass das jetzt aber weg ist und dass ich jetzt wieder bei Null bin, also ich bin jetzt wieder da, wo ich mit 15 war, das ist übrigens nächstes Jahr 20 Jahre her, will ich das Auto zurückkaufen. Aber heute bin ich an dem Punkt, dass ich sage, hey, das ist doch cool, dass es die Macke hat. Also früher hätte ich mich nicht traut, damit auf der Treffe zu fahren, weil dann die ganze, oh, guck mal, da ist schon wieder Spachtelscheiße, oh, da ist wie ein Rostpickel. Aber heute sage ich, das ist was Tolles, das hat mich ja zu dem gemacht, dass ich bin. Das heißt, ich würde es gerne jetzt zurückkaufen. Natürlich wieder tief, irgendwelche dreiteilige Felger drauf. Und das halt so als Einstieg wieder hin, dass ich es vielleicht schaffe, mir wieder was zu erwirtschaften. Ich sehe das als Kunst eher. Also ich sehe das nicht als Bauer, sondern ich sehe ein Motorrad eher wie Kunst. Ich habe da wie so eine weiße Leinwand und mache dann halt ein Kunst. Für mich ist es Kunst, deswegen ist es für mich auch mehr zum Angucken manchmal, wie zum Fahren tatsächlich. Und da muss ich halt dran gehen mit einem guten Kopf, mit einer guten Muse, mit einem kreativen Flow. Und umso besser die Atmosphäre ist, umso wohler ich mich fühle in der Werkstatt, umso geiler wird es halt. Wenn du erstmal dann das ganze Zeug hinstellen musst und dann weißt du nicht mehr, wo liegt das und Ding, sondern das soll so sein, dass ich da 2 Wochen weg bin und wenn ich 2 Wochen später wieder komme, liegt alles noch, wie es war so. Und dann hat ja gleichzeitig das noch angefangen mit dem YouTube-Kanal. Und dann dachte ich, ja, warum nicht das so machen, dass wenn ich da was baue, dass das visuell am schönsten darstellbar ist. Jetzt gar nicht unbedingt zum Angeben, sondern wenn man es schon baut, dann, keine Ahnung, ein weißer Hintergrund oder jetzt wie davor ist jetzt ein dunkler Raum mit so Lichterkette. Da kann man mal die Lichterkette scharf stellen und sieht im Hintergrund in der, ich sage immer, OP-Saal, also der Raum zum Flexen, mit der Terrassetür abtrennt ist, dass es auch schallgedämmt ist halbwegs, wenn meine Frau ein Buch liest oder so, dass das halbwegs noch erträglich ist. Das war auf jeden Fall schon immer ein Traum, einen Platz zu haben, wo ich mich halt so kreativ ausleben kann.
Und auch wenn ich spontan eine Idee habe, noch hingehen kann. Also wenn ich jetzt hier im Haus bin und mir fällt spontan was ein und dann fahre ich jetzt nicht die paar Kilometer zur Werkstatt. Aber wenn ich jetzt hier eine Idee habe, liege im Bett abends und mir fällt noch was ein, kann ich nochmal runtergehen und dann arbeite ich mal manchmal noch eine halbe Stunde oder so. Oder mache noch eine Skizze oder irgendwas so. Und deshalb so alles unter einem Dach zu haben, ist schon eigentlich auf der einen Seite eine gute Idee, weil jemand wie ich, der eh immer bis nachts in der Werkstatt ist und natürlich gerne mal was von seinem Hund und von seiner Frau haben will oder die von ihm, ist halt einfach besser, das unter einem Dach zu haben. Also die Pläne für meinen Rekord, wenn ich den zurückkaufe, sind eigentlich den so zu machen, wie ich den mit 15 im Kopf hatte. Jetzt erst einmal den Lack und die ganze Unperfektheit, die würde ich jetzt erstmal lassen. Aber damals hatte ich den halt im Kopf richtig tief, schöne breite Räder und ein schönes Fitment. Was ja gar nicht so leicht ist bei den Obel mit Starkse, weil die haben einen Pan-Up-Stab. Das heißt, wenn das die Achse ist, ist der aufgehängt an einem Pan-Up-Stab und wenn die Achse einfedert, dann federt die außer der Mitte. Das heißt, du kannst eigentlich kein Fitment machen, weil das beim Einfedern immer an der einen Seite streift. Da gibt es aber eine Lösung, das nennt sich Wattgestänge. Dann hat man zwei so Stäbe, dass die Achse beim Einfedern parallel hochfährt. Das wäre quasi das Erste, das ich machen würde, das Umschweiß auf Wattgestänge, dass ich eben ein schönes Fitment machen kann. Vom Style her, so wie man die alte Skylines, die ganze alte japanische Autos gerade sieht, die Cressidas. Also nicht so große Räder, aber dafür richtig breit, ein bisschen Gummi drauf, so, keine Ahnung, 14 Zoll, 15 maximal. Irgendwelche, am coolsten wären sogar japanische SSR-Felge. Und dann eben halt vielleicht noch Weber-Vergaser drauf, dass halt ein bisschen ein Sound kommt und ein schönes Auspuffrohr hinter, wo es ein wenig säuselt und dann einfach das Leben damit genießen. Und auch eben die Patina ist ja das Gute. Man kann irgendwo parken ohne Angst, dass jetzt ein neuer Kratzer dazukommt, weil es sind eh Tausende schon drin. Das ist definitiv mein Cousin Jakob. Den hat das Ganze vielleicht auch mit infiziert und inspiriert, sich ein alter Opel zu holen. Also der ist schon ein bisschen jünger als ich noch. Das heißt ein bisschen, der ist ein Jahr jünger. Aber der hat dann auch eben daran den Gefallen gefunden, ein alter Opel, den hat es mit inspiriert. Mein Cousin Max hat auch sehr viel Golf, also der große Bruder von Jakob, der auch dann, mit dem habe ich zusammen den Hot Rod Käfer dann baut. Und auch bei meinem kleinen Bruder, der mir da immer viel geholfen hat. Und dann auch viel mitgelernt hat, der ist 6 Jahre jünger. Wie gesagt, den Hang zu Opel hat er gar nicht so arg extrem, aber es hat ihn trotzdem irgendwie inspiriert halt. Ja, und jetzt sind wir so eine Familie-Gang mit coolen Autos. Naja, und in allererster Linie halt bei meiner Frau, die mir auch geholfen hat, hier mit dem Haus, oder beziehungsweise ohne sie wäre das Ganze der komplette Bach runtergegangen. Sie und ihre Familie haben mich hier unterstützt, dass das alles was wird. Und indirekt komme ich so an den Punkt, dass ich vielleicht nächstes Jahr wieder in der Lage bin, mir wieder einen Oldtimer zu leisten, was eigentlich purer Luxus ist, wo kein Mensch braucht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar da. Vielleicht schreibt da rein, was euer erstes Auto war. Wenn euch der Kanal von Sauerkrauts gefällt, abonniert den. Und wenn euch interessiert, was ich so mache, könnt ihr mal auf meinen Kanal schauen. Ciao.